Meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen beim 13. Türchen meines Highlight-Adventskalenders. Heute mit einem Buch, beziehungsweise mit einem Autor, der es auch schon im letzten Jahr hier in dieses Ranking geschafft hat, denn es ist John Mars. Und in diesem Jahr kam von ihm The Passengers heraus, was als Roman gekennzeichnet ist, nicht als Thriller, aber es ist definitiv eine Mischung daraus. Ich muss hier vorneweg schon mal sagen, ein grandioses Cover in Schwarz gehalten mit einem blauen Standby-Ausschaltknopf und eben einen blauen Buchschnitt. Und es sieht grandios aus. Das Einzige, was echt nicht schön ist, ist, dass man hier ganz schnell Leserinnen hineinliest und man jeden Fingerabdruck sieht. Also ich glaube, das ist nichts für Leute, die ein Buch nach dem Lesen noch haben wollen, das aussieht wie neu. Dazu eignet sich dieses Buch nicht. Aber um was geht es in The Passengers? Das mal so vorneweg. Wir haben hier 8 Autofahrer und wir sind in der nahen Zukunft und es gibt nur noch autonome Autos. Und die 8 Passagiere steigen in ihr Auto ein, waren es 8? Ja, 8 Menschen steigen in ihre Autos ein und mit einem Mal übernimmt im Grunde der Computer die Oberhand, ändert das Ziel der Strecke und sagt ihnen so, ihr habt jetzt noch 1,5 Stunden zu leben, mal sehen, was bis dahin so passiert. Gleichzeitig verfolgen wir eine Kommission, die Unfälle im Grunde überprüft, wer verantwortlich ist für den Unfall, ob Fußgänger verantwortlich sind, ob das Auto verantwortlich ist, also das autonome Auto. Und aktuell sind wir bei einem Fall und dort treffen wir auch auf unsere Mitprotagonistin, die auch eine Sichtweise der Geschichte erzählt. Und dann hören wir auch dort auf einmal die Stimme, im Grunde des Computers und der eben auch ihnen mitteilt, so, ihr seid hier bei dem Spektakel dabei, entscheidet euch, wem ihr eure Stimme gebt, denn am Ende wird diese Fahrt nur einer überleben. Und das ist eine absolute Horrorvorstellung. Ich habe das Buch zusammen mit 3 lieben BookTube-Kolleginnen gelesen. Wir haben dazu auch einen Hangout gemacht. Und ich glaube, wir waren uns alle einig, dass wir keine Clowns brauchen, keine Katzen, die aus dem Grab zurückkommen, keine Zombies, keine Vampire. Der Horror liegt tatsächlich in dem autonomen Autofahren, in der künstlichen Intelligenz, die künstliche Intelligenz, die in Sekunden, Millisekunden schneller entscheidet bei einem irgendwie Aufprall, Unfall, wessen Leben eben wichtiger ist und geschützt wird und wessen Leben wir dann eben auch opfern. Und ich fand das eine absolute Horrorvorstellung, in ein autonomes Auto einzusteigen. Kein Lenkrad, keine Bremsen, kein nichts mehr. Und das mich irgendwo hinfährt, finde ich wirklich, das ist gefühlt das Schlimmste, was es irgendwie in der Zukunft geben kann. Und ich hatte mich so auf den DeLorean, den Fliegenden aus Zurück in die Zukunft gefreut. Und jetzt komme ich hier mit autonomen Autos. Es ist super, super spannend erzählt. Es ist kein Thriller, weil ich glaube, dazu war auch an mancher Stelle einfach doch ein bisschen die Erzählung langsamer, ausgeprägter, tiefgründiger. Das hätte vielleicht zu der Unterbezeichnung Thriller auch nicht ganz gepasst. Es ist für mich aber auch so eine Mischung aus Science Fiction, schon auch aus diesem Thrill, aber eben auch einfach aus Lebensgeschichten, aus Erfahrungen, die im Grunde auch die Charaktere mitbringen. Es setzt unglaublich den Spiegel vor. Wir haben hier eben auch Social Media, unter anderem auf Facebook, wo sich sozusagen der Mob draußen dann auch daran beteiligen kann, was denn so im Grunde hier passiert und wie schnell da Vorurteile getroffen werden, wie schnell man im Grunde ein Bild eines Charakters vor Augen hat und ihn im Grunde irgendwie schon den Stempel aufdrückt. Und auch uns ist natürlich der Spiegel als Leser vorgehalten worden, dass man ganz schnell merkt, auch wir fallen irgendwie auf diesen ersten Eindruck herein, obwohl wir gar nicht so richtig wissen, was da eigentlich dahinter steckt, was hinter den Charakteren steht. Es war super spannend, es war sehr packend, es war aus verschiedensten Perspektiven erzählt, alle kommen irgendwie mehr oder weniger zu Wort. Und so hat man natürlich einen Eindruck davon, wie es ist, wenn man eben jemand ist, der im Auto ist, als dann eben auch einer, wenn man draußen ist. Und das Ende hat, glaube ich, nicht jedem ganz so gefallen, weswegen es für so manch einen nicht ganz zum Highlight gereicht hat. Für mich war es aber großartig. Und auch wenn es gegen Ende dann vielleicht schon die ein oder andere Wendung zu viel war und vielleicht auch zu schnell erzählt wurde, ich fand es großartig. Also für mich wirklich ein absolutes Highlight. Ich fand die Idee des autonomen Fahrens, dieses Gedanken dahinter, auch das Moralische, was da dahinter steht, fand ich unfassbar gut dargestellt in der Kürze. Und ich mochte es auch, dass wir ganz viele Perspektiven haben, die ja alle ihren Fokus auch so ein bisschen auf was anderes legen, obwohl sie ja eigentlich alle in der gleichen Situation sind. Hat mir unglaublich gut gefallen. Ist das zweite Buch, was ich schon von John Mars gelesen habe, was mich absolut gefesselt hat. Ich habe jetzt noch ein Buch von ihm auf den Sub. Im nächsten Jahr kommt ein nächstes Buch, das in eine ähnliche Richtung, sage ich jetzt mal, wie The One und eben The Passengers gehen soll. Und ich bin mega, mega neugierig, was wir von ihm noch lesen. In dieser Art Science-Fiction-Thriller-
Roman-Kombination. Wichtig ist, man sollte The One, wenn man es lesen möchte, unbedingt vorher lesen, weil das hier drin definitiv auch eine Rolle spielt. Da ging es ja um den DNA-Match und hier dann zum Teil eben auch das Ende von The One gespoilert wird. Man sollte, wenn man eben The One lesen möchte, unbedingt das auch zuerst tun, bevor man dann zu The Passengers greift. Aber ein absolutes Highlight, hat mir richtig gut gefallen, aber die Fingerabdrücke, ja, waren nicht so toll. Und das war's nun auch schon, das 13. Türchen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Lasst es euch gut gehen und ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.